Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Haul zu sehen und zwar habe ich ein paar Dinge gekauft, einfach um meinen Schminktisch zu ergänzen und ein paar Dinge, um es auszuprobieren. Und ja, wir fangen mal an mit diesem wunderschönen Teil hier. Das ist eins, das habe ich tatsächlich auf YouTube gesehen oder bei Miyakosa, eins von beiden. Auf jeden Fall ist es von Miyakosa. 19,90 hat es gekostet, plus Versand, meine ich. Ich habe aber auch günstiger nirgendwo was Gleichwertiges gefunden. Das ist nämlich ganz schön groß. Das ist dann für die Nagellacke gedacht. Es standen bei, dass da 36 raufpassen können. Ich denke, da passen sogar eigentlich noch mehr drauf. Und ja, ich finde es einfach schön, das dann so anzusortieren auf diesem Regal. Und das wird sicher einen schönen Platz bei mir finden. Da hat man dann auch immer im Blick, was für Farben man eigentlich noch hat. Dann wurde ja auch auf Miyakosa so ein Pinselhalter angeboten für auch, ich glaube, 20 Euro oder ähnliches. Ich habe dann aber gesucht und habe bei eBay, ich glaube, den gleichen für 10 Euro gefunden plus Versand. Da sind jetzt schon meine Pinsel drin. Also der hat hier 99 gekostet plus 3,90 Euro Versand, glaube ich. Das war halt dieser Pinselhalter hier, da passen bis zu 12 Pinsel rein, wie ihr ja seht. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, so dicke passen da halt nicht rein. Ich finde es irgendwie ganz cool, wenn dann irgendwo noch dickere Löcher wären, aber ist egal, ich zeige euch da gleich mal eine Lösung zu. Und also für 99 findet man auf jeden Fall so einen Pinselständer bei eBay, gibt es mehrere Angebote und bei dem waren dann sogar noch 5 Nagelpinsel mit dabei für Nagellack halt. Wobei ich sagen muss, also ihr seht sie ja hier. Habt ihr eine Ahnung, wozu man so einen Fächerpinsel beim Nägellackieren braucht? Ich meine, bei den anderen weiß ich so in etwa, was man damit anfangen könnte. Bei dem weiß ich es halt leider nicht. Ich habe da, wie gesagt, auch gar keine Erfahrung mit. Aber ich dachte mir, ja, die anderen haben auch 99 gekostet und so habe ich halt 5 Pinsel noch mit dabei. Mal gucken, ich werde sie bestimmt irgendwann mal gebrauchen können. Wenn nicht, ist auch egal. War ja mehr oder weniger quasi kostenlos. Dann habe ich mir etwas bestellt. Das ist, glaube ich, eigentlich gar nicht unbedingt für Schminkpinsel gedacht. Und zwar kommt es eigentlich so daher. Das ist ein Becher mit einem Deckel. Und hat dann so ein Teil hier. Da passen die dicken Pinsel auch nicht wirklich hier außen rein. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil die passen in die Mitte, in das Große. Und ich habe ja noch diese ganzen Billigpinsel, werdet ihr gesehen haben in meinem Schminktischvideo, die ich eigentlich nicht benutze, die ich einfach nur aufbewahre und dann halt vielleicht mal nutze, wenn ich irgendwie eine Farbe nehme, die ich so gar nicht nehme, damit ich dann nicht direkt eine Pinselreinigung machen muss von meinen guten Pinseln quasi. Und ich dachte mir einfach, dass sich das ja anbietet hier mit den Löchern, dass ich da dann benutzte Pinsel, die ich aber nicht alltäglich brauche, drin aufbewahren kann, damit ich sie dann auch beim Reinigen nicht vergesse. Und außerdem ist das auch für das Reinigen an sich schön. Also wenn ich meine normalen Pinsel reinige, weil ich die tatsächlich dann über Kopf abtrocknen lassen kann, weil die da drin halten. Und das ist für mich absolut ein Pro, weil ich war schon länger auf der Suche nach irgendwas, wo ich meine Pinsel über Kopf trocknen lassen kann, weil ja das Wasser nicht reinziehen soll, weil es ja sonst den Kleber lösen kann, wo die Haare drin befestigt sind und so weiter und so fort. Ja, und den Deckel, den brauche ich halt eigentlich gar nicht, aber irgendwas wird da schon seinen Platz drin finden, ne? Der hat gekostet mit Versand unter 10 Euro auf jeden Fall. Irgendwie Versand 3,90, das Ding 4,90 oder sowas. Wenn es da aktuelle Angebote noch zu gibt, verlinke ich euch die auf jeden Fall auch in der Infobox dazu. So, und dann kommen wir eigentlich zum Hauptteil, was ich eingekauft habe. Das war nicht unbedingt etwas, was ich jetzt unbedingt brauchte, aber ich habe es gesehen, dass es sowas gibt und fand es irgendwie ziemlich cool und dachte mir, ich gönne mir das dann auf jeden Fall. Und zwar habe ich bei MUA einiges eingekauft. Das ist ein Hersteller in London, der
viele, viele Dupes macht. Der hat auch wohl den Naked Dupe, den es gibt. Nur leider war der total ausverkauft von der normalen Naked. Die Palette, die Naked duped, heißt Undressed Me. Und ich habe jetzt die Palette Undressed Me 2. Ich nehme mal an, das soll dann die Duped-Palette sein zu der Naked 2. Das ist die hier. Und also zumindest der Dupe zu der normalen Naked mit Undressed Me bekommt auch eigentlich immer sehr, sehr gutes Feedback. Da, also eigentlich denke ich, kann man da nichts falsch machen, wenn es dann mal wieder verfügbar ist. So, hier seht ihr mal die Farben jetzt von der Undressed Me 2. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es Naked 2 Dupe ist. Ich weiß es aber nicht so genau. Die Farben sind wirklich ganz gut. Ich habe aber mich noch nicht damit geschminkt, aber hier seht ihr jetzt mal die ersten vier. Also ihr seht, das sind jetzt der und der sind relativ matt, der und der am Schimmern und die sind alle ganz gut farbtechnisch gedeckt. Ich habe bei der ersten Palette gehört, dass die matten Farben wohl nicht so super farbabgebend waren. Das Gefühl hatte ich jetzt bei der hier noch nicht, aber ich habe sie jetzt auch noch nicht so wirklich viel benutzt. Einmal ein bisschen und ich muss sagen, ich war eigentlich ganz angetan. Dann habe ich mir noch die Palette Heaven and Earth bestellt. Das ist jetzt auf den ersten Eindruck ziemlich, ziemlich ähnlich. Es sind halt einfach dunklere Farben auch mit dabei. Weil, ich meine, das trifft es mit Naked ganz gut, wenn man sich damit schminkt, wenn man jetzt mal die paar dunklen Farben außen vor lässt. Weil man doch mit diesen hellen Farben einen Look schminken kann, wo nicht auffällt, dass man geschminkt ist und man trotzdem Vorzüge zeigen kann. Und das hier ist dann doch eher eine Abendpalette, finde ich. Und ach, selbst wenn ich dann nachher für beides nutze, dann habe ich es halt so. Und dann habe ich noch eine bestellt, die ganz bunt ist. Uff. Und zwar diese hier. Super, super schöne Farben. Die nennt sich Poptastic, die Palette. Und da könnte ich euch ja auch mal ein paar... Da habe ich auch noch nicht... Also ja, wann soll man sowas alles schon mal ausprobieren? Aber ich muss sagen, es ist, denke ich, auch okay von der Farbabgabe. Also ich habe jetzt bei dem Blau angefangen. Dann das Gelb und das Violett. Das gibt vielleicht etwas weniger ab wie die anderen bisher. Und das Gelb. Kann man nicht klagen an sich. Also finde ich auch ganz gut. Finde ich recht überzeugend. Ich habe mit dem Blau, dem Lila und dem Pink auch schon mal eine Kleinigkeit geschminkt. Und war zufrieden mit der Farbe. Ja. Die drei Paletten haben jeweils 4 Pfund gekostet. Das heißt 12 Pfund für 3 Paletten, das ja, kann man nehmen, ne? Ich meine, das sind dann irgendwie, als ich gekauft habe, stand der Kursgrad 1 Euro zu 0,82 Pfund. Also, was weiß ich, 1,20 Euro für 1 Pfund würde ich mal jetzt schätzen, dann haben die Paletten hier alle unter 5 Euro gekostet. So grob gerechnet, ne? Dann habe ich mir bestellt, weil ich nicht widerstehen konnte, noch eine große Palette. Und zwar Britain's Next Topmodel Palette. Unos Momentos. Ich nehme nur immer die Pinsel raus direkt, weil ja, die braucht eh kein Mensch. Und, und sonst fliegen die mir hier gleich durch die Gegend. Flup. Britain's Next Topmodel hat diese tolle Palette hier. Oben ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche Lidschatten. Da muss man sich dann einfach mal durchprobieren. Dann sind hier auch nochmal ein paar Lidschatten, die dann sehr, sehr stark schimmern und auch ein bisschen knalligere Farben haben. Und ganz unten dann nochmal Kontur und Rouge.
Und ja, ich denke, das ist vielleicht wirklich auch ganz praktisch für, wenn man mal unterwegs ist, ne? Lässt sich unten rausziehen und oben einfach aufklappen. Schwupp. Und von außen schaut sie so aus. Fand ich auch ganz nett gemacht. Und ich finde 7 Pfund für so eine Palette, also bitte. Brauchen wir noch eigentlich fast nicht drüber nachdenken, oder? Musste ich haben. Dann geht's auch schon weiter. Und zwar zeige ich euch erstmal das hier. Ich habe mir diese Nail Constellation Dinger geholt. Das sind so eigentlich einfach nur lose Perlen. Ich mag das halt mal ausprobieren. Weiß jemand von euch, kann ich das auf jeden Nagellack streuen oder brauche ich dafür besondere Nagellack? Halt einmal in diesem Schwarz-Türkis fand ich ganz hübsch und einmal Violett-Türkis. Ja, bin ich gespannt drauf. Hat jeweils 3 Pfund gekostet. Ist auch nichts besonders viel. Dann habe ich... wo ist der zweite davon? Den habe ich schon mal probiert. Dann habe ich diese beiden Nagellacke hier eingekauft. Ich dachte anhand des Bildes, dass es vielleicht Sandlacke sind. Sind es aber leider nicht. Es sind einfach nur Glitzernagellacke. Insofern war ich ein bisschen enttäuscht. Die Farben sind aber trotzdem ganz nett. Aber man braucht auf jeden Fall 2 Schichten, damit es deckend ist. Ja. Die haben... Was haben sie gekostet? 2 Pfund pro. Ist auch vollkommen in Ordnung. Dann habe ich einen Lippenstift bestellt. Und zwar haben die lauter Lippenstifte für 1 Euro. Die kommen so daher. In der Größenordnung. Und das Coole ist noch, die haben hier unten dann halt noch diesen Farbtopf. Und den kann man abschrauben und kann auch aus dem Topf, das ist... soll wohl so eine Art Gloss-Variante sein. Ich finde aber, dass es von der Konsistenz her eigentlich genauso ist. Das Einzige, was daran halt doof ist, und das ist immer meine Befürchtung gewesen, weshalb ich mir bisher nie Lippenstift im Internet bestellt habe, die Farbe passt mir leider so gar nicht. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht im Winter zu einem besonderen Make-up oder so. Beziehungsweise in anderen Zusammenhängen dürfte es auch ganz gut sein. Aber ich muss sagen, ich werde mir da trotzdem wahrscheinlich noch andere von dann bestellen. Weil das Tragegefühl ist auf jeden Fall angenehm und ein Pfund kann man auch nicht meckern. Gibt es in vielen anderen Farben. Ich habe jetzt hier Shade Plup 15. Und ja. Finde ich absolut in Ordnung. Wie gesagt, ist nur ein bisschen schade, dass die Farbe eigentlich... Es ist in Ordnung, aber irgendwie auch nicht. Mal gucken. So, dann habt ihr ja in meinem Monatsfavoriten vom letzten Monat gesehen, dass ich total auf diesen Lip Butter Stift von Astor stehe. Und dann habe ich gesehen auf der Seite, dass die da auch sowas anbieten. Und der ist auch mindestens genauso gut und angenehm. Und ich muss sagen, ich mag die richtig gerne. Ich würde mir da auch sicherlich dann nochmal noch mehr von bestellen. 3 Pfund hat der gekostet. Da muss ich nur nochmal gucken. Hier seht ihr die Farbe irgendwo. Flupp. Da muss ich nur mal gucken. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich da dann wirklich ein Schnäppchen mitgemacht habe. Also das nächste Mal, wenn ich irgendwo im Laden bin, werde ich mal gucken, was die nochmal von Astor kosten. Weil 3 Pfund, ich weiß nicht, ob ich für den von Astor wesentlich mehr gezahlt habe, wie 3,60 Euro oder so. Weil dann finde ich es doch besser, sowas im Laden zu kaufen. Aber der ist auf jeden Fall genauso gut wie der von Astor. Es ist genauso angenehm vom Tragegefühl. Da habe ich auch bei der Farbe ganz gut gelegen. Ist auf jeden Fall super. Und letztendlich habe ich noch einen Blush gekauft. Und zwar diesen hier. Da war ich am Anfang so ein bisschen, naja, okay, weil ich einfach die Verpackung ziemlich klein finde. Das bin ich nicht gewohnt. Ich kann dir mal zeigen, hier so normalerweise ist ja so ein Blush in der Größenordnung und der ist dann doch relativ klein.
so klein, dass mein, wo ist er denn? Mein Rougepinsel, ja, es dürfte ein bisschen breiter sein, damit ich da wirklich gescheit rein kann. Aber dann ist mir halt auch als nächstes aufgefallen, man muss da sehr vorsichtig reingehen, weil das sehr, sehr viel Farbe direkt abgeht. Also ist es wiederum auch gar nicht schlimm, dass es relativ klein ist, wenn man eh nur vorsichtig reintupfen sollte. Und dann hat man schon relativ viel am Pinsel. Ja, aber vom Verteilen her ist es ganz gut. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Das war dann auch schon alles. Achso, der hat gekostet 1 Pfund. Das heißt, ich habe das alles eingekauft für 34 Pfund. Kam noch 4,95 Shipping-Order-Gebühren hinzu. Das heißt, ich habe für 38,95 Pfund eingekauft. Das waren 44, 45 Euro, irgendwie sowas. Also unter 50 Euro auf jeden Fall. Und ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin damit super zufrieden. Wollt ihr zu speziellen Produkten dann nochmal irgendwas wissen? Und ja, schreibt mir bitte mal auf jeden Fall, ob das mit jedem Nagellack funktioniert. Da bin ich nämlich wirklich gespannt drauf, wie das Ganze wirkt und aussieht. Und wie ich das abkriege. Ich weiß nicht, ob ich mich damit in meine P2-Box trauen soll. Ob ich die mir nicht damit dann versau. Aber gut. Wie auch immer. Ja, was haltet ihr denn davon? Habt ihr da auch schon was von bestellt? Und das war's.